19 habe ich meinen ersten Porsche gekauft. Hätte ich besser gelassen übrigens. Hängt einem Jahrzehnt nach. Voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, Presse. Ja, howdy ho und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Voll in die Presse. Einmal mehr eine ganz besondere neue Ausgabe, denn damit fangen wir vielleicht mal an. Wir starten heute in die Season Nummer 3. Ja, 4, du Dödel. Der hat das letzte Jahr verpennt, der Herr Sommer. Und damit herzlich willkommen und danke, dass wir bei dir im Summer Home sein dürfen. Wie geht es dich? Mir geht es hervorragend. Okay. Ausgezeichnet. Also vor allen Dingen, wenn ich hier die ganzen Lichter bei dir leuchten sehe, da wird mir ganz anders. Ja, da gibst du mir die Überleitung und die beiden anderen Jecken muss ich dann mal noch ein bisschen zurückstellen für die zweite Neuigkeit. Es ist nicht nur eine neue Staffel, sondern auch neues Equipment, das wir uns gegönnt haben. Ich nenne mal keine Namen, aber es ist der Porsche, der Industrie, der Podcast-Industrie, die ja ganz reichhaltig ist, den haben wir jetzt hier vor uns und das ist alles schön bunt und leuchtet und ich würde vorschlagen, der liebe Herr Prollo stellt sich jetzt einmal kurz vor. Ich bin der Prollo. Das ist aber lustig. So mancher Porsche landet ja auch in der Leitplanke. Genau. Dann haben wir aber natürlich auch noch den Beef Rogers. Hallöchen zusammen. Super. Eine nächste Fahrt. Steigen Sie ein. Fahren Sie mit. Hier gibt es nichts zu sehen. Wir werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Ich finde das immer noch am besten. Hat so was TikTokiges. Ja. Ich könnte mich weglachen. Oder so. Wir sind die Roboter. Wir sind die Staubsauger. Man muss dazu sagen, wir sind noch nüchtern. So, ist ja auch egal. Also das ist so ein bisschen Jeckerei, wer YouTube hat und nach dem Porsche oder Ferrari oder sonst was aus Schweden wahrscheinlich. Nee, Quatsch, aus Australien. Hört sich schwedisch an, kommt aus Australien. Das Australien ist ja so das Schweden der Südhalbkugel. Genau. Wir sagen aber den Namen nicht, weil die haben uns das nicht geschenkt. Wir mussten das alles selber bezahlen und deswegen sind wir beleidigt. Damit genug des Vorgeplänkels. Ihr habt ja erkannt, Beef Rogers, Prollo Ferrari an der Stimme. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier mal einen neuen Weg beschreiten. Ich hoffe, das hört sich nicht beschissen an als vorher mit unseren kleinen Headsets und so sahen wir aus wie so Piloten im Benanza-Bus. Jetzt sehen wir aus wie richtige Podcaster, aber mal schauen, ob das den erhofften Effekt bringt. Und wir brauchen dann wohl eher demnächst ein Wohnmobil, nicht nur noch den Benanza-Bus, würde ich mal sagen. Ja, oder der muss irgendwie, ich muss halt die ganzen Sitze da raus und dann so studiofest verbauen. Ich dachte an so ein amerikanisches Reisemobil, wo unten noch ein Smart drin ist, falls man noch kurz was besorgen muss, Kastenbier oder so. Ja, warum nicht? Also wir werden uns da was einfallen lassen, aber im Winter sitzen wir eh lieber im Warmen und da können wir das jetzt alles mal hier ganz gemütlich und im Trockenen testen und dann schauen wir weiter. Wir sind auf jeden Fall über euer Feedback gespannt oder auf euer Feedback gespannt. Jo, Jungs, wollen wir direkt in irgendwas Medienmäßiges einsteigen? Wollen wir über irgendwas sprechen? Wollen wir den Beef in die Bredouille bringen und nach dem Beefhänger fragen? Das können wir gerne tun, den ich aber nicht dabei habe. Also insofern hängt er weiter. Oh, da hängt er. Abgehangen. Ja. Ja, man muss dazu sagen, der Beef hatte ja versprochen, einen Artikel darüber, ob sich Arbeit noch lohnt, diese Folge vorzutragen. Offensichtlich nicht, aber, ne, sonst wäre er besser vorbereitet. Aber er findet ihn nicht mehr. Es heißt ja Arbeit, ob sich Arbeit noch lohnt, nicht ob sich Vorbereitung noch lohnt. Das hast du denn gelesen? Den Artikel habe ich schon gelesen, der war aber länger, ja. Ich habe nicht jetzt alles zitierfähig parat. Okay. Ja, aber dann müssen wir halt
wie das leider, fast, muss man fast sagen, immer so üblich ist, im Summerhome hier, Summersurium hatten wir, glaube ich, gesagt, mit dem ersten Drink beginnen, weil der sieht ehrlich gesagt auch so ein bisschen wie bei mir früher im Kunstunterricht. So, wenn man die Stifte da so, die nicht die Stifte, ja, die Pinsel, also die ganze Klasse hat die Pinsel in einem Eimer ausgedrückt und dann kredenzt uns das der Jim Knopf hier zum Abend-Podcast. Original, meine Assoziation, es sieht genauso aus, wie der Ben gesagt hat, wie im Kunstunterricht die Wasserfarben, die Pinsel schön immer im Glas ausgedrückt und genauso sieht das Getränk aus. Das heißt, es sieht ehrlich gesagt sehr ungesund aus. Aber ich weiß, dass der Jim Knopf sich sehr viel Mühe gegeben hat, insofern. Ja, und was man vielleicht für die HörerInnen sagen muss, als er es servierte vor gut einer halben Stunde, war es auch noch warm. Ja, jetzt ist es nicht mehr richtig warm, aber es ist immer noch türkis. Also es könnte, weiß ich nicht, vielleicht ist ja Eigenurin drin. Also am ehesten... Aber guck mal hier, wie das auch, guck dir das mal an. Ach, Alter. Er wies auch darauf hin, wir sollten es auf jeden Fall nochmal schütteln oder rühren, bevor man es trinkt. Ja, guck mal, unten ist es schon hell. Am ehesten zu vergleichen farblich mit O-Saft mit Blue Curaçao. Oh, und trinken wir das jetzt? Prost. Ja, ich würde sagen. Ja, dann. Gar nicht so übel. Ja, wie ein aufgelöster Schlumpf. Frag ihn mal, ob da Schlumpf drin ist. Ja, ich löse ja wie immer gleich auf, was er reingemacht hat. Aber es ist, ich finde von seinen Kreationen bisher sogar das Beste. Das kann man trinken. Mhm. Mhm. Also irgendwie süßlich. Oh, der Beef hat das direkt weggeäxt. Süßlich, hier. Fruchtig. Krasser Typ. Soll ich schon mal auflösen? Ja, oder wollt ihr noch raten? Nee, wir kommen. Schlumpf. Schlumpf habe ich. Also und Orangensaft. Und Schlumpfine. Und Wasser. Okay, also ich löse mal auf. Ich habe hier das Geheimrezept. Bitte, liebe Zuhörende, mitschreiben jetzt. Damit ich hoffe, kommt jetzt nicht wirklich Eigenurin. Dann könnt ihr das Erlebnis, dieses Hörerlebnis einfach noch verstärken, wenn ihr das dann beim Hören trinkt. 3 Teelöffel Ahornsirup, 1 Teelöffel Bourbon Vanille Extrakt, nicht extra, 50 Milliliter Wasser, circa 1 Liter Pfirsich-Himbeertee. Ah, Pfirsich, stimmt, ja. 1 Teelöffel Tomatenmark, 100 Milliliter Kokosmilch, 5 Teelöffel Zitronenteegetränkpulver, etwas Lebensmittelfarbe. Ja. Ja. Ich habe so das Gefühl, bei euch muss ständig Tomatenmark weg, weil das ist, glaube ich, bisher in jedem Drink vom Jim Knopf drin gewesen. Kann das sein? Ja, vermutlich. Oh, naja, gut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Nächstes Mal wieder beim Beef, ne? Ja, wir haben uns ja eh darauf geeinigt, dass der Beef uns jetzt dauerhaft sein Wohnzimmer zur Verfügung stellen wird. Ja. Das ist schön. Aber noch vor Weihnachten wollte er das umbauen. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, das muss man ja auch dazu sagen. Wir sind hier an Mitte Dezember inzwischen und Weihnachten steht vor der Tür, der Weihnachtsstern auf dem Tisch. Und ich bin mal ganz gespannt, was wir hier für eine vorweihnachtliche Folge heute auf die SD-Karte zaubern. Letzte Bemerkung von mir. Familie Sammer hat sogar kleine Lind-Weihnachtsmänner hier jedem Podcaster hingestellt. Ach, also das macht normalerweise immer nur ich. Guter Hinweis, der muss jetzt direkt dran glauben. Ja. Genau. Noch nicht mal in eigener Sache. Bevor ich jetzt hier das ein oder andere Mal richtig einen abreiern werde, also rein lungenmäßig. Ich trage natürlich Maske, auch ohne Corona ist in der Erkältungszeit die Maske dein bester Freund als kleiner Verbrauchertyp. Und okay, Luke, okay. Ja, aber die Stimme ist schon ein bisschen belegt, würde ich sagen. Mich würde jetzt schon mal interessieren, das haben wir noch gar nicht gefragt, was habt ihr denn für Storys mitgebracht? Also was erwartet uns heute? Also ich habe auch unter anderem, weil vorhin ja auch schon das Wort Porsche gefallen ist, was Porschig ist und was zum Thema Beleidigungen. Hm. Ah, das ist nicht schlecht. Also ich habe auf jeden Fall einen sammelwütigen Gamer und dann noch irgendwas, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Ach ja, genau, einen kleinen Tipp, wie man sich demnächst die Wartezeit an der roten Ampel verkürzt oder am besten gar nicht die Ampel rot werden lässt. Oh, clever.
Ja. Und Pollo. Ja, belegt ist auch da das Stichwort. Was war denn noch in unserer Jugend meistens belegt, wenn man mal dringend telefonieren musste? Das Klo. Nein, fast. Die Telefonzelle. Richtig, da werde ich euch noch eine kleine Anekdote mitgeben fürs nächste Jahr. Ja, und ich werde noch euch ein bisschen was erzählen über einen ausgebrochenen Löwen und eine Story vom Amtsschimmel über den richtigen Gebrauch der Parkscheibe. Okay, an der Stelle bietet sich dieses Jingle an. Oh Mann, das wird... Wir müssen heute einfach noch ein bisschen hier mit rumspielen, es tut mir leid. Ich glaube, das wird die nächsten Wochen noch so gehen. Ja, das wird jetzt nicht... Müssen dann auch weiter. Alle Effekte in jeder Podcast-Folge abgearbeitet werden, oder? Ja, ich finde schon. Ja, oh je. Und der geilste ist der hier. Ja. Nein, ich halte mich jetzt zurück. Und fast zur Fußball-WM. Ja. Das war ja früher so, also wer sich erinnert, so in den 70ern, 80ern, ne, da waren die Gashupen. Also wenn irgendwie das Spiel losging, dann erstmal jeder Dritte so eine Gashupe in der Hand gehabt. Das ist ja heute total verschwunden. Ja, ja, stimmt, aber die darf man wahrscheinlich gar nicht mehr da reinnehmen. Ja, diese war ja auch mit FCKW und so. Ja, ja, FCKW und wahrscheinlich haben auch jeder Dritte einen Tinnitus davon getragen. Ja, siehst du? Stimmt, die Teile waren früher im Stadion. Mhm. Ja. Vor der Vuvuzela. Ja. Naja. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk für die Verwandtschaft braucht, sowas immer gerne an Kinder abgeben. Eine Gashupe? Mhm. Ja. Schöne Idee. Ja, wollen wir noch, bevor wir in die Geschichten einsteigen, was Richtiges trinken? So, ich hätte was dabei, der Beef hat was dabei. Ich habe auch was dabei, was wir noch nie hatten. Definitiv. Und warte mal, können wir damit vielleicht beginnen? Ganz sorry, weil ich habe mir diesmal auch Gedanken um unsere Freunde hier gemacht. Quasi versucht für jeden das passende. Ah, herrlich. So, Bio-Naturradler, das geht an den Prollo. Der mag das nämlich gerne. Vulkaneifel. Bio-Naturradler alkoholfrei für Herrn Sammer vorzugsweise, der muss ja noch fahren. Ausgezeichnet. Und wir beide können uns jetzt streiten, ein Pilz, ein helles. Egal. Vulkan, so. Und was fällt euch zum Thema Vulkan ein? Mir fällt dazu ein, ich komme vom Planeten Vulkan. Und das ist aus welchem Film? Das ist aus Zurück in die Zurück Zukunft. Jawohl. Euch kann man anspielen. Bezieht sich natürlich auf Star Trek, ne? Mr. Spock. Ja. Ja, ich wollte nämlich gerade erst auch sagen Star Trek, aber das ist natürlich nicht Star Trek. So. Ja. Ich gehe mit aufmachen, dann gehen aber die Kronkorken kaputt. Ja, dann mach das mal nicht. Ich brauche irgendwas Hartes. Tischkante? Genau. Ach so, ja, ich besorge euch was zum Öffnen, wenn der Prollo dann schon mal mit der Porsche-Folge einsteigt. Okay, okay, okay. So, er legt ab, er steht auf, langsam bewegt er sich in Richtung Küche. Hatten wir schon erwähnt, dass Prollo nur die Maske trägt. Ja. Ein bisschen Angst. Er hat die Zwischentür überwunden. Pass auf, letztes Mal ja schon diese Porsche-Fahrer, schlimm, schlimm, schlimm. Und auch heute wieder der Nächste, die Nächste in dem Fall, musste im BMW Urlaub machen, weil, hier ist das, Porsche war zugeparkt. Witzige Geschichte schon für sich, erzähle ich gleich. Also mit dem Zweitwagen in den Urlaub fahren, das ist natürlich nicht standesgemäß, dachte sich die Dame, die den Porsche besaß und wollte tatsächlich 175 Euro Entschädigung pro Tag. Was sagt der BGH? Sag mal, du weißt es. Der BGH sagt, geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Also das hat er fast genauso formuliert. Tatsächlich sei der guten Dame natürlich kein Vermögensschaden entstanden. Deswegen gibt es auch keinen Zaster. Denn auch wenn so eine Karre vermeintlich die Lebensqualität erhöht, ist das natürlich kein ersatzfähiger materieller Wert. Witzig eigentlich die Geschichte, warum die gute Frau zugeparkt war. Die hatte das Teil in der Garage. Der Eigentümer der Garage hatte aber einen Rechtsstreit mit der Firma, welche die Garage gemietet hatte.
Und diesbezüglich hat er einfach 2 Wochen lang die Ausfahrt blockiert, indem er ein anderes Fahrzeug davor abgestellt hat. Also das ist vielleicht noch das Witzige an der Geschichte. Ansonsten, man darf auch mal mit dem BMW notfalls in den Urlaub fahren. Ja, würde ich nie machen. Ja, würde ich mir lieber einen Porsche ausleihen, aber... Genau das fand ich auch das Lustige an der Geschichte, was Porsche-Fahrern alles so einfällt. Ja, also hat einen, was war das, 2er, 3er BMW und sagt, ja, der ist irgendwie nicht angemessen genug. Ja, ich will bitte 175 Euro pro Tag haben, weil ich meinen Porsche nicht nutzen konnte. Also irgendwie lustig. Also das ist schon eine spezielle Sorte Mensch, die Porsche-Fahrer, würde ich sagen. Ja. Also ich muss mich an der Stelle outen. Ich bin zwar kein Porsche-Fahrer, aber das einzige Luxusauto, das ich mir kaufen würde, wenn ich im Lotto gewinne, wäre tatsächlich ein Porsche. Ich finde die einfach schön, vor allem die alten 911er. Da biedert er sich bei den möglichen Porsche-Zuhörern an. Ja, wir werden die lästern hier mal über die Porsche-Fahrer ab. Letztes Mal war das auch schon so. Ich glaube vom Beef oder so mit dem, mit der, was war das, auch Versicherung wollte er irgendwas ersetzt haben, weil er mit dem Ford Mondeo durch die Gegend fahren musste. Ja, weil man natürlich sagen muss, das war meine Story. Ja, oder deine, sorry. Und ja, man muss doch auch mal, das sind ja auch nur Menschen. Ja, ein Ford Mondeo ist natürlich ein sehr lächerliches Auto, das muss man schon sagen. Ja, wir hatten natürlich auch versucht, Christian Lindner dazu an die Strippe zu kriegen, aber der wollte sich nicht äußern. Nee, der war gerade im ÖPNV unterwegs. Hatte keinen Empfang. Mit dem 59-Euro-Ticket oder 49, ja, genau, was jetzt kostet. 9-Euro-Ticket abzufahren. Naja. Ich hätte auch was witzigerweise zu einem Porsche und auch eine Geschichte, ist auch ganz nett, ist aus Dänemark. Da ist tatsächlich, geht um das Thema Temposünder und dass das in den europäischen Staaten ja teilweise sehr unterschiedlich gehandhabt wird, beziehungsweise unterschiedlich hart bestraft wird. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Schweiz oder so geblitzt wurde. Also mir ist das mal passiert. Das ist tatsächlich unangenehm. Also selbst nur mit 9 oder 10 km/h mehr wird es schon richtig teuer. Und die holen dich an der Grenze raus. Das ist wirklich krass. Also der Sam und ich haben ja mal in Lausanne studiert. Wenn du dann da irgendwo nur wegen Parkticket, das du nicht gezahlt hast, quasi das Landesflucht begehen willst, dann ziehen die dich eiskalt an der Grenze raus und sagen, sie haben hier noch ein Ticket offen. Nicht wahr? Also, bei mir haben sie Postweg eingeschlagen und haben es mir einfach geschickt im Nachgang, aber naja. Ja, das war in den 90ern bei uns. Das ist schon was her. Ja, okay, nee, das war mir was aktueller. Naja, was, worum es mir geht hier, hier geht es um einen 42-Jährigen, der in Dänemark auf einer Autobahn mit etwas mehr als 210 km/h erwischt wurde. Erlaubt waren aber nur 110 km/h. Und was schätzt da irgendeine Einschätzung, was das für ein Strafmaß gab, ohne jetzt zu sehr zu spoilern? In Dänemark. 1.000 Euro. Also ich habe jetzt einfach mal gedacht, 2.000. Nee, es ist tatsächlich, also es ist weniger geltlich für ihn, sondern also er muss einfach wegen, er hat den geliehenen Porsche auch nur, das hat noch, da kommt noch gleich eine schöne Story dazu. Also er muss für 20 Tage ins Gefängnis tatsächlich und er verliert seinen Führerschein für 3 Jahre tatsächlich. Also das ist schon. Ich hatte gerade diese Szene aus dem Bud Spencer und Terence Hill Film. Ich glaube, 2 Supertypen in Miami ist das, wo die Gangster dazu zwingen, ihre eigene Karre kaputt zu schlagen. Das hätte ich vielleicht auch mir vorstellen können. Ja, und in die Richtung geht das hier auch. Ja, aber es war ja nicht seine eigene Karre, sondern es war ja eine geliehene Karre. Insofern wäre es doof. Und das wird jetzt nochmal richtig bitter. Pech, und das zitiere ich jetzt mal, Pech bedeutet das Urteil auch für den Freund, von dem der Mann sich den geleasten Porsche 993 geliehen hatte. Das Auto wird konfisziert und verkauft. Die Einnahmen wandern in die Staatskasse. Das ist in Dänemark tatsächlich möglich, aufgrund des verschärften Raser-Gesetzes, so heißt das. Demnach kann die Polizei Autos beschlagnahmen, mit denen besonders rücksichtslos gefahren wurde. Zum Beispiel, wie im vorliegenden Fall, mit Übertempo 200. Oder auch mit mehr als 2 Promille Alkohol im Blut. Und die Regel gilt unabhängig davon, ob der Fahrer auch der Eigentümer des Wagens ist. Und das ist zum 31. März 2021 in Kraft getreten. Und er ist am 1. April erwischt worden. Doppelt bitter. Deswegen wollte der Sammer sich auch meine Karre ausleihen für seinen Dänemark-Urlaub. Scheiße, jetzt weiß er's. Das ist tatsächlich, finde ich, bemerkenswert auf jeden Fall. Und möglicherweise auch nachhaltig wirksam.
Also das finde ich, weiß nicht, wie ihr dazu steht, ob das jetzt zu drakonisch ist oder, aber ich finde es schon. Aber warum die Karre? Also was ist, es ist ja nicht seine, also man muss ihm die ja nicht wegnehmen. Also es geht hier darum, dass einfach, die Argumentation ist wohl, dass auch die Autos beschlagnahmt werden können, mit denen besonders rücksichtslos gefahren wurde. Also sprich, dass demjenigen auch der, in Anführungsstrichen, der Hammer oder die Waffe weggenommen wurde, mit denen er hätte was verursachen können. Oder das ist der wesentliche, die Idee dahinter. Wohl. Aber das ist ja nicht sein Hammer. Das ist ja das Ding. Das ist ja nicht seine. Das ist in dem Fall dann scheinbar egal. Also ich bin noch mal gespannt, ob es da, das rechtliche oder ob es da auch Anfechtungen gibt. Also Dänemark ist ja auch ein Rechtsstaat. Also insofern würde ich mal sagen, wird es da vielleicht auch Diskussionen geben. Aber also ich finde das schon drakonisch. Ja. Vor allem regt das zum Nachdenken an, wie man seine Karre ausleiht. Ja, unter anderem. Oh, das hörte sich jetzt aber schön an. Ja, jetzt ist alles ausgeglichen. Also ich finde es ja aber irgendwie jetzt nicht so, also ich findet ihr das jetzt zu hart? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir leben hier ja im Autoland Deutschland. Ich finde, wenn man mal ein bisschen nüchtern drüber nachdenkt, die Strafen hier für die verschiedenen Verkehrsdelikte so im Katalog drin stehen, die finde ich eher ziemlich lachhaft. Also, Also ich ganz kurz noch zur Erwähnung, also das kann ich steht ja auch in einem Artikel drin, um das mal ein bisschen zu vergleichen. Das, was da in Dänemark der Vorfall, also eine mit dem Vorfall in Dänemark vergleichbare Geschwindigkeitsübertretung außerorts, würde hierzulande ein Bußgeld von 700 € plus Gebühren und Auslagen sowie 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot nach sich ziehen. Also das ist so die Kombination quasi, was dann die deutsche Bestrafung wäre gemäß Bußgeldkatalog. Ja. Aber nee, also ich finde das auch. Ich finde das durchaus, also gerade mit also so extreme Überhöhung, also mein statt 110, 210 ist jetzt schon irgendwie, da kann man sich jetzt nicht rausreden, oh, da habe ich jetzt gerade mal nicht auf den Tacho geachtet. Oder ich habe gerade geschaltet. Und ich sage mal, wenn du jetzt nicht gerade deutscher Urlauber in Dänemark bist, du kannst dich ja auch darauf einstellen. Ja, ist ja nicht so, dass die Regeln, die gelten für die Autofahrer, so irgendwie nicht bekannt wären. Ja? Also wenn du entsprechend die Regeln verschärfen würdest, dann glaube ich, gerade in Deutschland würde das keinem entgehen. Nö, nee, durchaus. Also ich fand es ganz bemerkenswerte Geschichte, auch eben, dass das Auto noch beschlagnahmt wurde, fand ich ganz erstaunlich. Ja, cool. Ja, ich finde vor allem das Erstaunliche daran, dass es das fremde Auto ist, das beschlagnahmt wird. Also das ist ja, stell mal vor, ich leihe dir meinen Benanza-Bus, du fährst irgendwo durch eine Speed-Control und dann ist der Bus weg. Na gut, ich... Dann muss ich mir selber wahrscheinlich wieder ersteigern oder über Umwege da dran zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich möglich ist, weil der Eigentümer dieses Autos hat ja überhaupt gar nichts Böses gemacht, außer einem Idioten ein Auto geliehen. Also das verstehe ich gar nicht, wie die das durchbringen. Naja. It is, wie it is. Ja, naja. Naja, ja, wieso? Letztlich ist es dann doch so, du hast mit dem Auto halt auch als Halter eine gewisse Verantwortung. Du musst halt gucken, Trauschau wem. Ne? Wem gibst du das Auto? Ist halt so. Ne? Ist irgendwie, wem leihst du deinen Revolver? Wem leihst du dein Auto? Ja. Ja. Wer darf beim Panzer fahren? Ja, das ist ja, also nicht ganz so drakonisch geht es ja zu, wenn man irgendwie falsch parkt. Und ich habe ja versprochen, was über einen Amtsschimmel zu erzählen. Das ist jetzt eine honest Story. Da kann dann gleich jeder zu seinem Auto laufen, mal checken, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Das Ganze hat sich zugetragen in der 40.000 Seelenstadt Germering bei München. Also kannte ich jetzt noch nicht. Jedenfalls ist da etwas aufgefallen, als ein Bürger einen Strafzettel bekommen hat für falsches Parken. Oder was heißt für falsches Parken? Das ist genau das, worum es geht. Und zwar ein Strafzettel für 20 €. Da hat er sich dann nämlich gleich mal bei der Stadt gemeldet, denn er hatte die Parkscheibe gestellt. Wieso kriegt er also ein Strafzettel über 20 €, wenn er doch die Parkscheibe gestellt hat. Tja, und das ist jetzt die Story hier des Amtsschimmels in Germering. Und zwar war es so, Germering hat bei irgendwelchen Festivitäten, die so in so einer Gemeinde so stattfinden,
sind sie hingegangen und haben den Einwohnern oder den Teilnehmenden an diesen Festivitäten einfach Parkscheiben so kostenlos zur Verfügung gestellt. Und was ihnen nicht aufgefallen ist, diese Parkscheiben waren falsch. Was kann denn an einer Parkscheibe falsch sein, möchte ich euch jetzt mal gerade fragen. Also ich weiß nicht, ob einer die Story kennt. Wenn ja, dann mal gerade die Klappe halten. Aber ansonsten, was kann denn bitte an einer Parkscheibe falsch sein? Ich dachte immer früher, das haben wir ja teilweise auch gemacht, wir haben uns mal, auch wenn keine da war, mit Kugelschreiber mal gerade selbst was gemalt und ins Fenster gelegt. Geht das nicht? Muss da Parkscheibe draufstehen? Nein. Sonst noch eine Idee? Muss die eine bestimmte Farbe haben, dass die unbedingt, also ich kenne sie immer nur in Blau irgendwie. Weiß nicht, ob das ein wichtiger Dingens ist. Also die Farbe, muss ich sagen, die spielt, glaube ich, tatsächlich keine Rolle. Also es gibt, es ist unglaublich, was es alles für Anforderungen gibt. Die werde ich gleich kurz vortragen. Aber die Farbe spielt hier wohl eher keine Rolle. Sonst noch einer? Eine bestimmte Schriftgröße, dass die Zahlen eine bestimmte Größe haben muss, damit auch ein älterer Kontrolleur sie lesen kann. Nein, auch das nicht. Auch das nicht. Die Parkscheibe unterscheidet sich von was durch was von der Uhr? Dass nur ein bestimmter Ausschnitt darauf erkennbar ist. Das zum einen und zum anderen. Die darf sich natürlich nicht von Geisterhand bewegen. Sie muss sich auch gerade 24 Stunden anzeigen, also muss von 12 und dann 13 bis 24 auch noch gehen. Also das ist auch alles sehr clever, aber die Parkscheibe war falsch herum bedruckt. Also sie zählte nicht gegen den Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn. Ja, also wenn man sich die Parkscheibe nochmal vorstellt, ja, die muss gegen den Uhrzeigersinn laufen. Und das geht nicht, dass die mit dem Uhrzeigersinn läuft. Und das ist irgendeiner Knöllchen, jetzt hätte ich fast Knöllchen-Tante gesagt, aber ich sage es nicht, einer Knöllchen-Person. Einer Knöllchen-Person wohl aufgefallen. Das hat 20 Euro gekostet. Und da die Stadt Germering, weiß nicht, wie viel, ich glaube, 2.500 davon in der Gemeinde verteilt hatten, musste das natürlich publik werden. Und das wusste nämlich dieser Mensch, der den Strafzettel zahlen musste. Dem ging es nämlich überhaupt nicht darum, als er bei der Stadt angerufen hat, dass er die 20 Euro zurückkriegt, sondern er hat gesagt, hör mal, die Dinge habt ihr verteilt, die habt ihr verschenkt. Also dumm gelaufen, die müssen jetzt irgendwie alle wieder einsammeln, beziehungsweise sie haben es bekannt gemacht, dass die Leute die bitte entsorgen. Und jetzt trage ich euch mal vor, das ist immer so schön, dass die Behörden Voraussetzungen, die es in Deutschland für solche Dinge gibt, das trage ich euch jetzt mal vor. Also, maßgeblich für das Aussehen ist das Bild 291 der Straßenverkehrsordnung sowie die 1981 festgelegten Vorgaben. Demnach muss die Parkscheibe doch die Farbe blau sein. Ich habe es tatsächlich nicht gecheckt. Merke, nur die Parkscheibe muss blau sein, nicht der Fahrer. Ja. Er sollte gerade nicht blau sein. Und über ein weißes drehbares Ziffernblatt mit Stunden- und Halbstundenmarkierung verfügen. Das Format 15 cm hoch, 11 cm breit. Der Drehpunkt muss 50 mm von der oberen Zeichenebene entfernt sein. Es gelten ausschließlich freigegebene Schriften. Auf der Vorderseite der Parkscheibe sind Zusätze, auch solche zum Zwecke der Werbung, nicht zulässig. Auf der hinteren Seite ist Werbung allerdings erlaubt. Auch für elektronische Parkscheiben gibt es Definitionen. Ja, herrlich, oder? Ja. Wobei das mit der rückwärts laufenden Uhr. Das stand jetzt hier in der Achso, Aufzählung, ja gut, nicht das dabei. Das sich aus dem Artikel. Das, ne? haben sie sich gespart. Also, aber mit anderen Worten, die Liste ist noch länger. Die Liste ist wahrscheinlich noch länger. Und wieso, weshalb, warum es tatsächlich notwendig ist, dass die gegen den Uhrzeigersinn laufen muss, erschließt sich mir zwar nicht, aber es ist Vorschrift. Wir sind ja immer noch in Deutschland. Ne? Hier kann nicht jeder machen, was er will. Nee, das stimmt. Also ich darf einmal, ja? Für den Amtsschimmel, es tut mir leid, das musste sein. Also es ist total geil. Jetzt haben wir hier drei Autofahrergeschichten gehört und ich ziehe mal meine Story vor, die ich als zweite hatte, weil die auch was mit dem Verkehr zu tun hat und diesmal wirklich nur mit dem Straßenverkehr, ganz anders, als ich das sonst so mache. Und das habe ich gefunden in der CT.
beziehungsweise Heise Investigativ. Ich weiß nicht, inwiefern die zusammengehören. Heise ist der Verlag, zu dem Heise ist der Verlag, okay. Zu dem keine CD Ahnung. Gehört unter anderem. Ich bin ja nicht so in der IT-Welt. Liest nur Bild und Welt. Heise Online zitiert eben die CT, wahrscheinlich CT, genau, CT Magazin ist wahrscheinlich ein Online-Artikel eines gedruckten Werks. Und der heißt, investigativ, wie gesagt, viele Ampeln sind per Funk einfach manipulierbar. Und das ist total geil. Ich meine, ja gut, wer sich ein bisschen im ÖPNV auskennt, der wird es wissen, weil da ist nämlich auch der Hintergrund. Seit den 80ern ist das so, das wusste ich zumindest nicht, dass wenn Busse in Richtung einer Ampel fahren, senden die ein Funksignal aus, damit die Ampel möglichst schnell zu ihren Gunsten grün geschaltet wird. Die wollen halt auf die Art und Weise den ÖPNV flüssig halten. Blöde ist nur, das ist so eine ganz veraltete analoge Technik und die hat keine besonders hohen Sicherheitsstandards. Also Hacker könnten die vermutlich relativ einfach knacken und sich da so einen kleinen Schalter oder so ein kleines Funksignal im Endeffekt bauen in ihr Auto und dann denkt die Ampel, da kommt ein Bus und dann schaltet die halt auf grün und das finde ich schon ziemlich geil. Also das würde ich noch lieber haben als so eine korrumpierte Parkscheibe, da irgendwie so einen kleinen Funker da drin. Also da lasse ich es erstmal stehen, das fand ich eine nette kleine Geschichte, dass sie ja, das in dem Hightech-Land, also wo ihr denkst, alles digital ist. Aber man kann das hier die schreiben, das kann man so ein bisschen vergleichen. Das läuft über so einen Schmalband-Funkkanal. Das ist so ein bisschen wie beim UKW-Radio oder beim Walkie-Talkie. Also stellt euch mal vor, ihr habt so ein kleines Walkie-Talkie und könnt die Ampel so, Funk, Funk, Johnny, ich komme jetzt an die Ampel. Und bupp, geht die Ampel grün. Ja, aber vor allen Dingen, das passt dazu. Ich habe witzigerweise gerade irgendwie die Schlagzeile gelesen oder ich habe es nur gehört, weiß ich nicht, dass da wurde kritisiert, dass die Ampelsysteme in Deutschland total veraltet seien und leicht manipulierbar. Das passt ja dazu. Ja, das ist ja das im Endeffekt, was die hier auch schreiben. Vielleicht war das sogar derselbe Artikel oder einer, der das abgeschrieben hat. Aber ich wusste nicht mal, dass Busse so ein Signal aussenden, geschweige denn, dass es so leicht zu knacken ist. Aber der Beef nickt die ganze Zeit fleißig. Man könnte meinen, der hat Ahnung. Ja, ich kenne das tatsächlich. Der ist ja Busfahrer. Schon. Genau. Busfahrer Beef. Schulbusfahrer. Ich sitze immer vorne links im Bus. Und ist tatsächlich ja so, dass diese Vorrangschaltung gibt's schon länger. Klappt aber auch nicht immer, wenn sich halt mehrere Busse von einer Kreuzung nähern, dann hat sich das Thema auch wieder erledigt. Und wenn der Bus im Stau steht, hilft's ihm auch nicht wirklich was. Also ist immer nur so ein bisschen. Ja, kann helfen, muss aber nicht helfen. Aber ich habe das im Radio gehört, da gab es auch eine kurze Nachricht zu und da musste ich auch grinsen, dass das tatsächlich natürlich Uralttechnik ist, die überhaupt nicht abgesichert ist oder abgeschirmt ist. Und digital, ganz ehrlich, vieles in diesem Land ist nicht digital. Also da wollen wir ehrlich sein. Aber also, ich meinte ja nur, dass es technisch längst möglich wäre, da auf einen relativ sicheren digitalen Kanal zu wechseln. Aber das ist wohl auch gar nicht so zeitnah geplant, vermutlich aus Kostengründen. Das stand auch in dem Artikel. Und im Ausland passiert das im Übrigen auch. Das wurde auch fleißig ins Ausland verkauft. Also da gibt es das gleiche Thema. Das heißt ja eigentlich, wenn man sich so ein Funkmodul besorgen würde im Darknet, da gucke ich mal den Prollo an, dann wäre man ganz weit davon. Und der Benanza-Bus ist ja irgendwo auch ein Bus. Also ich meine, ja, wäre sogar nicht ganz verkehrt. Ist es denn wenigstens verboten, so ein Teil zu haben? Ach, hoffentlich ja. Wir können das beantragen. Sonst hätte es ja jeder. Vielleicht kann das auch hier unser neuer Podcast-Porsche. Das kann natürlich sein. Ich muss mal den Knopf noch finden. War das vielleicht der? Nee, der war es nicht. Aber das, so stelle ich mir das vor. Da kommt da so eine Fee. War und nicht dran. Ja, wenn es jeder hätte, dann würde es ja wieder sich selbst aufheben. Also dann würde es ja wiederum nicht funktionieren. Also ja, genau, da würden alle da so drücken. Es geht tatsächlich geht es nicht, dass quasi so eine Ampel komplett schief geschaltet wird, dass jetzt plötzlich alle Ampeln, also alle an der Kreuzung quasi auf grün springen würden und es dann zu Unfällen und so käme. Das kann tatsächlich nicht passieren, sondern es geht nur um die, schnellere Freischaltung einer bestimmten Seite, beziehungsweise Zufahrt. Ja, genau, das stand auch da. Das sind halt irgendwelche Routinen und wenn ein Bus sich da anmeldet an der Ampel, dann wird die Routine eben
zugunsten der Fahrtrichtung des Busses beeinflusst. Also dann springt es halt doch mal schneller irgendwie schon wieder die anderen. Und ist mir aber auch noch nie groß aufgefallen. Hier steht drin, dass das wohl vielen Menschen schon längst aufgefallen sei. Mir ist es noch nie aufgefallen. Ich verbinde das jetzt eher mit Krankenwagen, Feuerwehr und so. Ja, ja. Aber da natürlich auch nur für Privatpatienten. Ja. Aber Krankenwagen und Feuerwehr, die fahren doch einfach durch. Immer das Blaulicht an. Also das ist einfach nur das Martinshorn entscheidend. Na gut. Ja. Das kannst du natürlich auch aufs Dach schrauben. Hat dich doch im Griff. Also ich meine, ich habe vor Jahren mal einen Artikel, da ging es um ein ähnliches Phänomen. Amerikanische Großstadt, kann New York sein, wo die das eben nämlich genau für hier Rettungswagen und so Einsatzfahrzeuge haben. Ja, weil du halt, was hilft dir Blaulicht, wenn du im Stau stehst? Ja, dann lieber auf grün schalten, dann können nämlich die vor dir auch los. Hm. Ja, aber ist natürlich ein Problem, wenn sich das hier, ich werde das ab nächste Woche zum Verkauf anbieten, wenn sich das natürlich durchsetzt, werde ich zwar steinreich, aber das wird dann zum Problem. Ja, darf ich mal ganz kurz an der Stelle fragen, das Vulkanbier aus der Eifel, schätze ich mal, wie schmeckt euch das? Also das Helle ist ganz nett, ist ganz, ganz süffig, aber bisher Helle ist immer, aber... Also ich habe ja das Pilz erwischt und das ist schon ist relativ herb, aber auch schmeckt gut. Also ja. Kann man ist ja alles Bio. Schmecken. Bio habe ich im Biomarkt gekauft tatsächlich. Und hier, sag mal, dein alkoholfreie Radler. Keine Beanstandung, alles gut. Also ist ja ein Radler, das ist ja immer sehr süß. Ja. Aber ich finde, für einen Radler schmeckt es nicht zu süß. Er ist ja Bio. Ist Bio, ne? Ja. Agavendicksaft. Ich bin heute der Bio-Ben. Zitronen sind ja genau genommen auch nicht süß. Nee, es ist Bio-Zucker tatsächlich. Wer ist nicht süß? Zitronen. Ja, nicht? Egal. Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nee. Wie ist so euer Fazit nach 37 Minuten in der neuen Podcast-Welt? Also ich muss gestehen, mein Mikro hört sich immer noch ein bisschen komisch an. Ich bin mal gespannt, ob sich das später auch noch so... Ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen an der Mund-Mikro-Konstellation arbeiten. Ja, man. Ja. Also ich finde, du hörst dich sehr gut an. Bei mir habe ich so das Gefühl, ich höre mich zweimal. Ich habe so wie so ein Kopfhörer-Mikro. Also es hört sich so komisch und blechern an bei mir. Ja, du hörst dich komisch an, ja. Ja? Ja, ist das so? So generell. Es riecht auch komisch bei dir. Ja, vielleicht... Also, habe ich schon wieder hier den Roboter eingestellt? Nein. Der Beef, der ist schon genervt. Der zerdeppert das Ding gleich höchstpersönlich. Nein, ich neige nicht zu Gewalt. Vielleicht können wir uns so eine Maximalverwendungszahl festlegen fürs nächste Mal. Ich habe mich doch so darauf gefreut, wenn ich mich eh so komisch anhöre. Nein, das sieht total klasse aus. Jetzt auch nochmal für die Zuhörenden. Der Ben sitzt da vor so einem Mischpult und da sind mehr bunte Lichter dran als so Schieber zum Hoch- und Runterschieben. Also blau, pink, orange, blau, grün. Alle Farben, dauernd gehen irgendwelche Balken hoch und runter. Also es sieht höchst professionell aus. Und dann mit so einem neuen Spielzeug muss man natürlich sich auch erstmal austoben dürfen. Und sich dann tatsächlich auch erstmal bekannt machen mit einem. Ja, mit den Mikros. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Ich komme klar. Ja gut, das ist wahrscheinlich immer so die Eigenwahrnehmung. Also ich, wie gesagt, scheißegal. Hauptsache. Hast du mal über einen Spin-off nachgedacht, wo du einfach nur diese ganzen Knöpfe durchdrückst? Nein, aber ich habe tatsächlich, wo du es gerade sagst, ich habe euch doch letztens irgendwann nachts ein Wort, nämlich Sonderfolge, in den Chat geschrieben. Da meinte ich Folgendes mit: Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt so professionell unterwegs sind, wenn wir einfach mal eine Folge machen, wo wir einfach nur darüber reden, wie wir diesen Podcast machen, weil ich glaube, das könnte auch ein paar Leute interessieren, weil ich häufig angesprochen werde, tatsächlich hier Podcast und so, wie machst du das und so, wäre ein totales Off-Topic, aber dass wir einfach mal eine Sonderfolge tatsächlich machen, nachdem wir jetzt ja schon 3 Jahre, also im 4. Jahr von voll in die Presse sind, dass wir erklären, wie wir das eigentlich machen, wie hat es angefangen, was machen wir zur Vorbereitung, was war die Technik und so weiter und so fort. Also das wäre schon krass selbstreferenziell, ist ja auch so ein Steckenpferd von uns. Ja. Ja, über uns selber reden, das ist doch geil. Ja, und nein, ich glaube, das könnte man auch einfach gut mal nutzen, um Leuten das an die Hand zu geben. Und vielleicht ist das ja dann die Folge, die unseren ganz großen Durchbruch zutage fördert. Ich finde das eine schöne Idee.
Oh. Ja, prima, aber den ganz großen Durchbruch, den werden wir jetzt haben wegen des... Wegen des ja, komm, darfst was drücken. Danke. Das ist ja fast wie bei den Bundys. Das ist ja unglaublich, das Gejohle. Ach, das Täfelchen hat auch noch mehrere Ebenen. Ich kann alle Zuhörenden und meine Mitstreiter beruhigen. Ich glaube, ich habe alle vorbelegten Pads jetzt so langsam durch. Also es hört jetzt auch auf. Der Durchbruch, der würde sowieso, glaube ich, eher wegen der Inhalte gelingen. Zum Beispiel hier eine unglaubliche Story. Mal so ganz vorweg gefragt. Was stellt ihr euch eigentlich vor, was macht man eigentlich, wenn im Zoo ein Löwe ausbricht? Mitten am Tag. Also, ne, also es ist, sind Besucher da, Löwe mitten im Zoo unterwegs. Ja, wenn man ein Kleinkind in der Nähe hat, einfach werfen und dann abhauen. Das die andere Richtung. Also, aber nein, das haben wir schon mal gehabt, also das Tier. Das habe ich mal vorgestellt, was sein, irgend so ein Beuteltier, was sein Junges nimmt und Richtung des Jägers schmeißt, damit man selber sozusagen verschont bleibt. Ich erinnere mich, genau. Das ist eine geile Story gewesen damals. Jedenfalls die Japaner in Osaka haben sich gefragt, was man dann macht, beziehungsweise es ist so, dass es, weil Japan sehr erdbebengefährdet ist, gibt es irgendwie landesweit jedes Mal, irgendwie einmal im Jahr irgendwie so ein Tag, wo dieses Erdbebenszenario dann geprobt wird. Und im Zoo von Osaka sind sie hingegangen und haben sich gedacht, wir proben diesmal, ein Löwe ist ausgebrochen. Und testen, wie wir den dann, also der ist ausgebrochen, ne, wegen des Erdbebens. Also Erdbeben und keine Ahnung, irgendwas bricht zusammen, sodass der Löwe da rauskommt. Und was machen wir das? Was machen wir? Wie kriegen wir den Löwe wieder eingefangen? Was haben sie gemacht? Ich finde die Japaner ja unglaublich geil. Sie sind hingegangen, haben einen Mitarbeiter in ein Löwenkostüm gesteckt. Also so wie man es in Fußballstadien kennt, so wie so ein Maskottchenkostüm oder so, ja. Und dann haben sie dann rennt der Löwe da an einem Tag, wo tatsächlich Besucher auch im Zoo sind, rennt er da irgendwie durch den Zoo und spielt den entlaufenen Löwen. Und dann gibt es ein Team an Tierpflegern, die bewaffnet sind mit Helmen, Schilden und Netzen, außerdem unterstützt durch Feuerwehrbeamte, um diesen wild gewordenen Mitarbeiter, der übrigens auf zwei Beinen dann unterwegs war, um den irgendwie einzufangen. Also ich habe irgendwie direkt irgendwie Erinnerungen an Takeshis Castle eher gehabt. Also ich finde es ziemlich... wie soll man sagen, so ist schon fast suspekt. Wie findet ihr das? Tja, haben sie denn gefangen? Das ist ja fast die zentrale Frage. Nein, aber ich frage mich, was das gerade bringen soll, so einen Typen da durch den Zoo laufen zu lassen. Ob er jetzt im Kostüm oder nicht, aber was ist... Es ist, hat er vorher Löwenpsychologie studiert? Oder? Ja, pass auf. Sie haben hat er auch irgendwelche Besucher angebissen? Der Sternzeichen Löwe. Pass auf, Sie haben ihn ja am Ende gekriegt, und zwar die Einsatzkräfte haben aber ihn. Aber im Fangschuss hoffentlich. Die Einsatzkräfte haben ihn mit Schilden und Stangen in die Enge getrieben, und dann hat der Tierarzt am Ende mit einem Betäubungsgewehr auf ihn angelegt. So steht es hier, woraufhin der zweibeinige Löwe ein wenig theatralisch in die Knie ging, alle Viere von sich streckte und sich am Ende wohl etwas erschöpft in Netze gewickelt abtransportieren ließ. Steht da auch, welche Wette der Typ verloren hat, dass der jetzt der Löwe sein musste? Also das, was jetzt hier auch bei mir wirklich sehr komisch ankommt, sehr komisch und fast schwachsinnig ankommt, nehmen die da total ernst. Also das ist eine ernst gemeinte Übung gewesen. Ich weiß nicht, was die mit der Realität irgendwie gemein hat, weil ich glaube, ein Löwe, ein echter, verhält sich dann doch etwas anders als ein Mitarbeiter in einem Idiotenkostüm, der auf zwei Beinen da durch den Zoo rennt. Ich glaube, in so einem Fall würde man dann auch eher nicht das Betäubungsgewehr nehmen, sondern gucken, dass man effektiv unterwegs ist.
Aber gut, die Japaner sind anders und man kann ihnen nicht nachsagen, dass sie schlecht vorbereitet wären. Also die, gerade in puncto Erdbeben sind sie super vorbereitet. Jeder hat auch schon mal diese Bilder gesehen von diesem Dorf mit den Dächern aus, weiß nicht, so redähnlich, reine Holzhäuser, wo dann immer der Löschtag einmal im Jahr geprobt wird. Ich habe so ein bisschen aber Fukushima vor Augen, da waren sie nur so mittelmäßig vorbereitet. Richtig, richtig. Das ist ein gutes Gegenargument, gebe ich zu. Aber diesen Löschtag, habt ihr das mal im Fernsehen gesehen? Das ist so ein Dorf. Die Häuser sind irgendwie Jahrhunderte alt und damit die jetzt erhalten bleiben, auch wenn irgendwie, also alles brennbares Material, auch wenn da mal irgendwie ein Feuer ausbricht, haben die da erstens überall so Wasser, so eine Art Wasserwerfer installiert, quer durchs Dorf. Und zum Zweiten proben die es einmal im Jahr. Und dann siehst du, wenn du es vom Hügel dir anguckst, siehst du überall die Wasserfontänen, wie die da über dieses Dorf niedergehen. Also die sind bei Fukushima nicht gut vorbereitet gewesen, richtig. Aber ansonsten sind sie eigentlich nicht so schlecht da drin, irgendwelche Ernstfälle zu proben. Aber das mit dem Zoo, das finde ich doch ein bisschen albern. Ja, das ist kein Ernst, das ist ein Spaßfall. Also das ist irgendwie also wie Ben eben schon sagte, also mir entzieht sich der Ansatz, wie stark da ein zweibeiniger Typ ist im Löwenkostüm mit vielleicht 75 Kilogramm Körpergewicht im Gegensatz zu einem, ich schätze mal, 300 Kilogramm Löwen, der deutlich mehr Schnellkraft hat, würde ich mal unterstellen. Ich zeige euch mal ein Bild, damit ihr seht, wie gefährlich der aussah. Er sieht aus wie bei Mickey Mouse. Sieht aus wie so ein Glubschi-Löwe. Also der frisst da gerade irgendwie so einen Parkwächter, kann das sein? Ja, der attackiert den ganz gefährlich. Also das weiß ich, ob man das jetzt so eine gute Vorbereitung laufen lassen kann oder ob das dann doch eher... Und dass das jetzt irgendeine Kirmesveranstaltung für die Zuschauer war, das war es jetzt nicht. Nein. Hier wird ja sogar der Zoodirektor wird zitiert. Moment. Für die Besucher mag dies amüsant ausgesehen haben, aber für uns war das eine ernste Übung, erläutert ein Zoosprecher. Ja, aber habe ich vielleicht nicht zugehört, aber hat er dann auch, also der fällt da ja gerade so jemanden an, so ein Parkwächter tatsächlich, hat er denn da auch Zuschauer dann einfach mal so wahllos attackiert? Weil das, die haben ja gespielt, der ist ausgebrochen, einfach so, und die haben ja wahrscheinlich den Zuschauern auch erstmal nicht Bescheid gesagt. Nee. Ist ja auch mal über einen hergefallen. Oder mal ein Kleinkind gefressen. Irgendwie so. Also, ja, mindestens. Ja, es bleibt ehrlich gesagt offen, ob der irgendwie noch normale Besucher angefallen hat und vielleicht irgendwie so ein Nierenbiss oder so. Keine Ahnung. Aber so wie er in dem Kostüm aussieht, glaube ich, hat er eher nicht zugebissen. Also dem Löwenkopf des Kostümes kann er damit auch nicht zubeißen. Also. Ja, die haben dem so ein Butterfly-Messer noch zugesteckt vorher. Wahrscheinlich. Hatten wir nicht mal in Deutschland irgendwie bei einer WM oder so ein Löwenmaskottchen? Und was war nochmal Goleo? Keine Ahnung. Goleo war aber, glaube ich, WM 2006 das Maskottchen. Ja, Goleo war doch ein Tiger. Nee, es war ein Löwe. Nee, oder? Ein Löwe, ne? Kann ich mir nicht vorstellen Leo, bei dem Namen. Goleo. Also der Löwe hier, der da. Ach, den, Go, wegen den, Go. Den, ah. Den Löwe gespielt hat, der sieht ja wirklich so aus, als wenn der beim Fußballspiel im Stadion steht und so ein bisschen Animation macht. Ja, genau. Da ist bestimmt viel schweißtreibende Denkarbeit reingeflossen, dieses Maskottchen. Ja. Das kann ich mir nicht anders erklären. Tja, was nicht alles gibt, aber schöne Geschichte. Ich liebe ja die Japaner grundsätzlich sehr, aber manchmal wirkt es dann doch possierlich. Wer weiß, aber ich meine, das ist natürlich... Einen echten Löwen kannst du nicht da auf die Leute loslassen und dann ist es wie so ein Live-Rollenspiel irgendwie. Da stehen die ja, glaube ich, eh drauf. Wobei, da hätte ich jetzt eher erwartet, dass das so eine Art virtuelle Simulation ist oder irgend so ein Roboter-Löwe, der dann da durch den Park dann scharwenzelt. Also sowas hätte ich halt. Wir hatten ja mal vor ein paar Folgen diese Roboter, die dann quasi im Seniorenheim, glaube ich, mal irgendwie zugange waren. Hatten wir diese Geschichte mal oder habe ich überlegt, ob ich sie mitbringe und habe sie gar nicht mitgebracht? Ich weiß es nicht. Also mir sagt sie jetzt gerade nichts. Pflegeroboter? Ja, sowas in der Art, genau. Ja, doch, hast du. Pflegeroboter, ne? Hatten wir das. Hast du das gesagt? Ehrlich? Habe ich jetzt. Ja, doch. So ein Schwachsinnsroboter war da irgendwie unterwegs, ja. Egal, auf jeden Fall, das hätte ich jetzt eher erwartet, dass das so, aber dass da so ein Typ ist, da im billigen Löwenkostüm unterwegs ist. Ja, was willst du machen?
Tja, da machst du nichts. Die Frage ist, hat der innerhalb des Zoos, der Mitarbeiter, hat der gewonnen oder verloren, bevor er in das Kostüm rein musste? Das ist noch eine spannende Frage. Also ist es für ihn eine besondere Wette, Ehre? Jetzt, ja, was auch immer, keine Ahnung. Tja. Oder er hat ja eigentlich verloren, ne? Und wurde dafür eine Abmahnung gestrichen. In Japan ist ja auch alles sehr, also die Japaner sind ja ein stolzes Volk, so mit Ehrverletzung ist schon kritisch. Also irgendwie ein Anwalt, der irgendwie da einen Fehler macht bei einem Prozess oder so, der springt schon mal dann auch vom Hochhaus. Und ich weiß nicht, ob der seines Lebens noch mal froh wird hier, der Guleo, der da durch den Zoo gerannt ist, den sie haben am Ende gekriegt. Also vielleicht ist auch jetzt, hat er jetzt ein psychisches Problem an der Backe. Ja, also ich glaube, so wie ich die Japaner einschätze, hat er das mit großem Stolz gemacht, tatsächlich. Also weil die einfach so ein geiles Volk sind, das meine ich jetzt ganz ernst, wenn die so ein Amt verliehen bekommen, dann machen die das richtig und aber auch mit voller Überzeugung. Das habe ich ja schon mal erzählt von Tokio, da den Bahnwärtern. Da stehen auf einem so einem Bahnsteig von der U-Bahn irgendwie 6 ältere Männer, die wahrscheinlich alle schon in Rente sind, mit kleinen Uniformen und füllen diesen Job in einem Stolz aus und einem Eifer, den du hier weit suchen musst oder lange suchen musst in Deutschland. Und ich vermute, dass der Typ wahrscheinlich eher die Wette gewonnen hat, weil er der Löwe sein durfte. Und an der Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass der Prollo ja den ganzen Tag Maske trägt. Das ist übrigens auch eine Löwenmaske. Ja, sehr richtig. Also ich abschließend noch, ich wollte mich auch über die Japaner auf keinen Fall lustig machen, weil ich bin auch ein Japan-Fan, liegt daran, da bin ich kindlich geprägt. In der Grundschule war einer meiner besten Freunde ein japanischer Kerl, der Yujiro, der 2-3 Jahre in der Grundschule bei mir in der Klasse saß, wo ich extrem traurig war, als er mit seiner Familie wieder nach Hiroshima zurück ist und dann irgendwann nach Tokio umgezogen ist. Leider hat sich der Briefkontakt irgendwann zerschlagen, aber ich war noch nie in Japan, seither will ich eigentlich immer mal hin. Mach das auf jeden Fall. Ja, komm noch. Go for it. Also wenn er diesen Podcast jetzt hört, dann meld dich kurz bei uns unter der von Ben freigeschalteten Nummer 4848773948. Und ansonsten gehen Grüße einfach nach Tokio raus. Ja. So, ihr Lieben, wir steuern ja, wir wollten ja heute zum Start in die neue Staffel eine nicht so lange Folge machen wie sonst immer. Ich weiß nicht, ob wir nicht noch das eine oder andere aber von unseren Teasern auflösen wollen. Beim Beef ist das scheißegal, der verspricht ja einfach und löst nicht ein oder vergisst sogar, was es war. Aber Arbeit lohnt sich einfach nicht mehr. Nein. Nee, das ist alles ein... Ich würde es zumindest gerne tun. Und ich habe ja noch eine kleine Geschichte aus T3N, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, T3N Digital Pioneers, das ist auch so eine Tech-Seite, die im Feed gerne angezeigt wird, mit einer Lesezeit von 2 Minuten. Das ist so genau meine Schleife. 2-Minuten-Artikel. Die haben Löwenroboter entwickelt für Notfälle. Nee, da geht's Zoos. Ja. Ich habe ja gesagt, mein Teaser war ja Habe ich nicht zugehört. Sammelwütiger Gamer. Ja, deswegen wahrscheinlich auch die Seite. Und da frage ich mal als allererstes, und das passt eigentlich ganz gut, Sneak King. Sagt euch das was? Ein Computerspiel, Sneak King. Nee. Noch nie davon gehört? Nicht schlimm. Sneak King ist ein Werbespiel aus dem Jahr 2006. Der Herausgeber ist Burger King. So, und das hat man vor 15 Jahren für $3.99 im Burger King mit irgendeinem Meal oder sowas kaufen können. Und jetzt ist ein Typ, ein Gamer, der ist irgendwie völlig irre nach diesem Spiel und der sammelt das. Und was glaubt ihr, Leroy Patterson, was glaubt ihr, wie viele Kopien von dem Spiel der Leroy hat? Ja, das ist eigentlich eine doofe Frage, weil da kann jetzt alles so nix. 684.322. Nee, also das, ich weiß gar nicht, wie viel davon hergestellt wurden, aber ich löse einfach auf. Ja, vor allen Dingen, ich frage mich, wieso? Ja, ja. Okay, ich fange mal hinten an. Angeblich wurden 2,7 Millionen Exemplare verkauft. Das ist natürlich beeindruckend. Er selber besitzt davon
2706. Und ich fand halt dieses Foto, das ist einfach krank. Warum? Genau, wieso? Also wieso legt man sich, ich meine, 2700 Computerspiele in so einer Hülle sind ja auch einfach mal Raummeter. Für die Xbox auch ein Spiel. Für die Xbox-Spiel, ja, hätte ich vielleicht sagen müssen. Man sieht hier jetzt, was sieht man denn da? Ja, man sieht da einfach... Man sieht da einfach, das sieht so ein bisschen aus, du kommst in den Mediamarkt und dann haben sie da drei Paletten von irgendwelchen Spielen hingestellt. So richtig hohe Stapel, so sieht das aus hier. Also ich weiß nicht, wo hat er die stehen? Im Keller oder in seinem Wohnzimmer? Keine Ahnung, dafür müsste ich weiterlesen. Gaming-Zimmer? Ja, aber also bei solchen Geschichten ist tatsächlich die Frage nach dem Warum eigentlich immer die entscheidende. Ich glaube, bei Sammlern ist die Frage nach dem Warum in der Regel die falsche Frage. Weil egal, was Menschen sammeln, es hat ja in den allermeisten Fällen maximal einen ideellen Wert für den oder diejenige. Ja, aber gerade dann wird es ja interessant. Dann wird ja die Frage nach dem Warum interessant. Okay. Wenn da steckt ja dann meistens irgendeine persönliche Geschichte hinter. Ja, also ich kann das ja mal hier vorlesen. Da steht natürlich, welche Beweggründe hat der eifrige Sammler? Fragezeichen. Und wieso sammelt er dieses Spiel? Und da wird er erstmal beschrieben, laut seiner Twitter-Biografie ist der gute Herr, dieser Leroy, nämlich nicht nur Stuntman, sondern auch Pro-Wrestler für, aufgepasst, Freakshow-Wrestling, wenn das mal nicht vielversprechend klingt. Zusammen mit seinen Wrestlerkollegen, mit seinem Wrestlerkollegen Bobby Ramis begab sich Patterson im Juli 2021 auf die Suche nach alten Sneak King-Spielen und hat das bei YouTube in einem Video dann quasi diese Suche da irgendwie gefilmt. Und immer mehr Leute haben dann gefragt, warum sich die beiden auf dieses Abenteuer machen. Und dann haben sie geschrieben, wenn sie eines Tages etwas wert sind, sind wir reich. Wenn sie nichts wert sind, ist es eine lustige Geschichte. Und er hat ergänzt, es ist ein lustiges Spiel und es bringt mich zum Lachen. Noch ist kein Ende der Reise in Sicht. Also der will weitere Spiele sammeln und stellt sich vielleicht vor, dass mein 2,7 Millionen, ne, dass das 3,99-Spiel irgendwann mal der Bitcoin wird oder der ist ja auch nichts mehr wert, so, aber so in dem Sinne. Also völlig, völlig irre. Wahrscheinlich, meine Vermutung, hat er das irgendwie auch fett, das habe ich jetzt nicht recherchiert, bei YouTube die ganze Zeit gepostet. Und es gibt eine gewisse Fanbase, die das halt, vielleicht postet er da auch wieder neue Spiele irgendwo oder, ne? Ich weiß nicht. Fragen wir doch auch mal unseren Gamer-König. Ja, ja. Was soll ich dazu sagen? Wie gut bist du da bei dem Spiel? Ich kenne das nicht. Besorgt ihr das nicht? Nee. Besorgt ihr das nicht? Nee, ganz schnell. Das fängt mit einem an und plötzlich hat man den Keller voll. Das kenne ich zu gut. Ja, das ist ein richtig gutes Spiel, Mann. Das soll voll gut sein. Ja. Hast du denn eine Xbox? Was musst du da machen? Ich habe eine schäbige Xbox, ja. Was muss man beim Spiel machen? Burger belegen? Keine Ahnung. Das ist jetzt gar nicht so doof, die Frage, weil auch noch ein Spiel von Burger King, das hört sich ja nach irgendwie so einem ganz schlechten Werbespiel oder sowas an, irgendwie. Also, ganz ehrlich. In dem Stealth-Game steuerten Spieler Burger Kings durchaus gruseliges Maskottchen. Das ist ja Clown, ist das nicht. Was haben die denn für Maskottchen? Und mussten Mahlzeiten tatsächlich an hungrige Menschen in vier verschiedenen Leveln verteilen. Obwohl es sich nur um einen Marketing-Stunt der Burger-Kette handelte, waren die Spiele ein überraschend großer Erfolg. Hm. Und da laufen dann so Feinde rum, so das Gesundheitsamt kommt oder minus 10 Punkte. Oder Ronald McDonald. Ja, Blitz kaputt. Genau, der Clown ist ja die Konkurrenz. Was haben die denn für ein Maskottchen? Irgendwie habe ich gerade. Haben sie es ja auch nicht mehr. Tja. Irgendein König? Ich dachte auch immer irgendwie an Löwen. Deswegen habe ich eben gesagt, das ist eine gute Überleitung, aber wahrscheinlich hat das überhaupt gar nichts. Burger King denke ich immer König der Löwen. An die Krone, in der Tat. Ja. Ja. Die Krone, ja. Naja, scheißegal. Das war mir nur untergekommen in den letzten Wochen und ich fand das irgendwie witzig, so ein Typ. Ich meine, ich sammle ja schon viel Scheiße, aber 2700 Mal dasselbe Spiel, oder das gleiche besser gesagt, dann würde ich jetzt... Kennt ihr denn zum Thema Sammeln diesen Videoclip, der seit Jahren schon immer mal wieder gern verschickt wird, wo zwei, also RTL, der Beef würde jetzt wieder vom Bums-Sender reden, filmt irgendwie zwei etwas Unterbelichtete bei ihrem ersten Date
Und sie kommen irgendwie dann auf das Thema, er sagt dann irgendwie, ja, ich finde es gut, dass du Barbies sammelst, weil ich sammle auch gerne. Und dann fragt sie, ja, was sammelst du denn? Ja, Puzzles. Ah, du sammelst Puzzles. Wie viele hast du denn schon? Ja, so 5. Ja. Sag mal, habt ihr Telefonkarten gesammelt? Bitte ehrlich antworten. Nein. 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 Hervorragend. Denn Ende Januar 23 könnt ihr nämlich mit den Telefonkarten, die ihr sicherlich noch täglich bei euch führt, nicht mehr an der Telefonzelle vorstellig werden. Aber es gibt ja gar keine Telefonzellen mehr. Ja, die sind doch, schon es alle gibt abgebaut. Noch 3000 Stück. Und, nee, 12.000. 12.000 gibt's. Und tatsächlich, öffentliche Telefonzellen, so knapp sie sind, mit Münzgeld kann man neuerdings nicht mehr bezahlen. Und mit Telefonkarten, so man denn welche hat, demnächst dann auch nicht mehr. Und früher oder später sind die Dinger dann nämlich auch weg, und zwar 2025. Und 3.000 sollen wohl von den 12.000 bleiben und dann als sogenannte Small Cells Mobilfunksignale verstärken. Und das Witzige an diesem Artikel, den ich vom bekannten Nerdblog stadtbremerhaven.de habe, das überraschend so heißt, aber so ist es nun mal. Erster Kommentar natürlich, wieder ein Schritt weiter zum kompletten Überwachungsstaat. Weiterer Kommentar, die werden doch nur nicht genutzt, weil die Telekom versäumt hat, die kontaktlose Bezahlung per Handy einzuführen. Das geht schon ein bisschen mehr ins Humoristische. Und ich glaube, den Kommentar, dem wir uns zumindest als Seniorengeneration noch verbunden fühlen können, als ich Kind war, hatten wir lange Zeit kein Telefon zu Hause. Da musste ich für das wöchentliche Gespräch mit der Oma immer erstmal 200 Meter die Straße runter, um telefonieren zu können. Das gehört damals eben auch dazu, jedenfalls anstehen zu müssen. Oder dass jemand in die Scheibe klopfte, weil er dringend mal telefonieren musste. So war das damals. Das war wirklich so. Ja, ich war auch irgendwie mal als Zivi, glaube ich, in so einem Kaff am Bergesrand auf so einem Seminar und hatte auch nur Münzgeld. Und das Geile war, in diesen Telefonzellen, in den alten gelben, da waren auch Telefonbücher vorne so drin. Also konntest du sie aufschlagen und dann wirklich noch so die Nummer suchen. Ja. So in so einem Telefonbuch. Wie krass. Was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass man offensichtlich noch mit Telefonkarten bezahlen kann. Ja, ganz früher nur mit Groschen. Ja, erste 21 Pfennig, die nächsten dann immer 10. Ja. Ich weiß noch, das war damals, das war in der Grundschule noch, da waren wir irgendwie auf irgendeiner Freizeit und der Martin, der schon immer einen Schaden hatte, schöne Grüße Martin, der hat sein 5-Mark-Stück, was er mitbekommen hat, hat er in die Telefonzelle eingeworfen oder was? Und hat er zu Hause angerufen, hat er aufgelegt und hat nichts wiederbekommen. Das war nämlich auch die harte Realität, kein Wechselgeld. Ja. Und der Postbeamte von der Insel, der wurde direkt irgendwie befördert, weil er da so einen Wahnsinnsumsatz hatte in dem Monat. Das war der fetteste Groschen, den dieses Telefon je gesehen hat. Ja, irgendwie fühle ich jetzt mit Martin, wenn er da vor dieser Telefonzelle steht, die seinen Fünfer gefressen hat. Ja, also so ein Heiermann direkt. Ja. Ich habe einmal auf dem Fußballplatz ein 5-Mark-Stück gefunden. Das war quasi das umgekehrte Gefühl. Das war damals, da muss ich auch so 8, 9 oder so gewesen sein. Das war so ein geiles Gefühl. So ein 5-Mark-Stück am Stück sozusagen. 5 Tacken. Das war ein richtig geiles Teil. Der Silberling da. Wie so ein Taler. Würde ich mich auch freuen, wenn wir den hier als Euro wiedersehen würden. Ja. 5-Euro-Münzen. Ja. Na gut. Bis wann sollen diese öffentlichen Toiletten abgebaut werden? Öffentliche Toiletten, ja, bis 25. Also da ist noch genügend Zeit, auf Dixi-Klos umzuschwenken. Das fand ich auch immer bezeichnet. Also da war ja immer reingepisst worden in diese Häuschen. Also ganz ehrlich. Und das waren keine Tiere. Also das war schon... Ja, Tiere haben schlecht diese ohnehin schwierig zu öffnenden Türen aufgekriegt, würde ich sagen. Ich muss mal ein bisschen Housekeeping machen und das haben wir jetzt auch gepimpt. Also hört euch mal diese Sirene an. Jetzt bin ich gespannt. Das scheppert doch ganz geil. Anders. Da sind ja auch noch so Bässe drunter. Ja, das ist Bass. Der war natürlich früher... Ja, hinten raus noch so ein Brummen. Ja. Und es hört vor allem auch gar nicht mehr auf.
Sehr geil. Schade. Viermal, war immer schon so. Das ist noch nicht so präsent gewesen. Ich halte ja üblich meine Versprechen. Ich habe noch was zum Thema Beleidigungen. Ich habe noch was, ich halte ja immer meine Versprechen und ich habe auch noch was zum Thema Beleidigungen. Hatte ich ja angekündigt. Wenn man jemand als du Gollum du bezeichnet, ist das eine Beleidigung? Du Gollum. Gollum, sagt ihr was? Ja. Also wenn er so ein bisschen fertig aussieht, halte ich das für gerechtfertigt. Als Beleidigung, oder als Bezeichnung? Es kann als Beleidigung angemessen sein. Also ich tue mich ein bisschen schwer. Also als wenn du jemanden irgendwie als Donald Duck schimpfst oder so. Ich weiß nicht, ist das eine Beleidigung? Ja gut, Donald Duck ist aber schöner als der Gollum. Mein Schatz. Ja, oder gut, Duckface dann halt. Das ist vielleicht nicht so nett. Ja, also es ist tatsächlich, ich habe das jetzt auch mal hier ein längerer Bericht über verschiedene Beleidigungen und das ist zum Beispiel, also als Gollum darf man jemanden nicht beschimpfen. Das ist tatsächlich, weil das richterlich gesagt wurde, dass es ein nicht positiv besetztes Wesen ist. Und angesichts der vom Autor zugeschriebenen optischen und charakterlichen Eigenschaften überwiegend negativ konnotiert. Und deswegen darf man jemanden nicht als Gollum bezeichnen, weil das dann eben sein Persönlichkeitsrecht verletzen würde. Das fand ich ganz schön. Es gibt dann noch so mehr Beispiele. Man darf aber zum Beispiel sagen, sie sind gierig wie ein Gollum. Das ist wiederum erlaubt, weil man ihn da nicht persönlich, sondern das ist dann nur so ein Vergleich. Und genau, also von daher ist keine Herabsetzung, keine sachbezogene, also wenn es keine sachbezogene Herabsetzung der Person als anderer Stelle bezweckt. Das fand ich ganz spannend. Ähnlich ist es mit Voldemort, also das darf man auch jemandem nicht sagen. Und hier ist dann auch noch zitiert worden, hier ist eine, das kann auch mit positiv besetzten Figuren. In dem Fall hat ein Mann eine Polizistin beleidigt im Sinne von bei einem Fußballspiel. Hat der Pumuckl heute auch was zu sagen? Die Polizistin hatte rote Haare und deswegen ist es tatsächlich auch der Tatbestand der Beleidigung gewesen, bis das eine Herabsetzung oder ihre Autorität und Professionalität ist. Ja, weil der Kobold ist auch, ne? Wahrscheinlich. Genau, ja, aber also er ist ja eigentlich, Pumuckl ist ja eigentlich positiv besetzt, vielleicht so ein bisschen chaotisch und ein bisschen wild, aber letzten Endes ja eher eine positive Figur quasi. Fand ich ganz spannend, dass das tatsächlich solche Unterschiede gemacht werden. Ich habe übrigens auch gelernt in dem Artikel, was mir vorher auch nicht bewusst war, Beamtenbeleidigung gibt es nicht als Tatbestand. Es gibt halt nur die Beleidigung. Also Beamte und auch Polizisten sind nicht, werden nicht besonders behandelt. Auch nur Menschen. Quasi. Ah, okay. Also das fand ich dann ganz spannend. Und jetzt ist es witzigerweise auch, also Schlümpfe können beleidigend sein oder als Beleidigung eingesetzt werden, aber weiß jemand, wie der Gegenspieler von den Schlümpfen heißt? Gargamel. Sehr gut. Gargamel aber nicht. Das heißt, wenn ich jemanden Gargamel benenne, das ist dann keine Beleidigung. Das ist ein bisschen schwierig irgendwie. Es ist kompliziert, sagen wir es mal vorsichtig. Das heißt also, vorher gut überlegen, welche Beleidigung man von sich gibt und wem gegenüber. Ist vielleicht sowieso ratsam, wenn der oder diejenige deutlich größer als jemand selber, als man selber ist. Da müsste die deutsche Rechtsprechung eigentlich fairerweise so eine Liste rausgeben, so vielleicht alphabetisch sortiert oder nach Themen und dann immer strafbar, nicht strafbar, okay, nicht okay. Nee, das, dann könnte man sich besser darauf einstellen. Das kann man machen. Also wie gesagt, aber ist dann auch schwierig, das dann alles immer parat zu haben. Also ist dann vielleicht auch irgendwie... Ich hätte das nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt, dass das ausreicht für die Beleidigung. Also ich will jetzt keine... Vielleicht hört ja der Jim Knopf die Folge, aber... die typischen Beschimpfungen kann ich mir vorstellen, aber du Gollum, du Schlumpf, ja, du Pumuckl, klar, das war ja bei der Polizistin. Ich meine, wenn der Schlumpf eine blaue Uniform und eine weiße Mütze trägt, nimmt er das vielleicht schon persönlich, ne? Gut. Der Schlumpf, der. Soll ich dazu sagen? Hilft nichts. Ich meine, wenn du hier zur Tür reinkommst, dann hat Benjamin Blümchen da. Ist ja was ist mit Hackfresse?
Ist hier nicht erwähnt, ist aber jetzt klassischerweise Hackfresser auch keine Figur aus der Literatur, muss man ehrlich sein. Ja. Zumindest vielleicht im Metzger-Magazin oder so, da mag das möglicherweise. Ja, ja, eben, wenn du an der Fleischtheke bist und dann irgendwie da die Fleischfachverkäuferin dementsprechend bestimmst, weiß ich nicht. Ja, also du hörst das aber bestimmt oft, ne? So Beef, du olle Hackfresse. Ja. Genau. Apropos Beef, ich habe hier noch ein Bier, das würde ich gerne noch aufmachen und ich habe das letzten Endes gekauft, also das ist ein Pale Ale von Maisel, jetzt nicht Maisels in dem Sinne, was man sonst kennt, sondern andere Brauerei. Und das Schöne war, also es ist ein Pale Ale, wie gesagt, wird hier beworben. Und ich habe mir in dem Geschäft, wo ich das gekauft habe, das Schild abfotografiert, wo es beschrieben wird. Also ein Craft Beer Pale Ale, bla bla bla. Passt gut zu, und das fand ich ganz witzig, passt gut zu Burger, Beef Burrito und Bananenbrot. Also Bananenbrot mit Burger und Beef Burrito. Ich weiß nicht, was ihr für Bananenbrot kennt, aber fand ich ganz putzig. Aber das können wir jetzt trotzdem nochmal öffnen und antrinken. Gerne. Würdet ihr mal den öffnen? Während ihr hier das Bier aufmacht, erzähle ich nochmal, wieso wir überhaupt hier bei mir zu Hause gelandet sind und nicht beim Beef. Der Beef hatte nämlich ein Stromausfall in seinem Kühlhaus und deswegen hängen jetzt die ganzen Rinderhälften bei ihm im Wohnzimmer rum, alle Fenster aufgerissen, ist ja 0 Grad draußen. Beef, wann hast du denn das im Griff, dass das Beefhole wieder einsatzbereit ist? Aktuell kommt auch noch ein Plätzchen-Massaker dazu, also insofern ist es ganz schwierig irgendwie. Plätzchen-Massaker. Aber wenn ich die Rinderhälften wieder unter der Nachbarschaft verteilt habe, dann... Ja, du wolltest sie haben, tut mir leid. Aber nicht aus dem Radkasten. Wollt ihr eigentlich jetzt schon den Quickie hören? Also wir haben ja den Alarm schon gehabt, ja, die Stunde ist schon mal wieder überschritten. Soll ich? Eine Verjut. Darauf ein Pale Ale von Maisel and Friends. Zum Bananenbrot. Prost. Ja, gut, also ich werde dann jetzt einfach mal ungefragt einen wirklich unfassbaren Quickie hier vom Leder geben. Das ist sehr kurz, aber sehr unglaublich. Im Mannheimer Krankenhaus, wie das Krankenhaus genau heißt, steht hier nicht, egal, eine Mannheimer Klinik. So, man stelle sich vor, das sind ja häufig Zweierzimmer, da liegen eine 72-jährige und eine 79-jährige Frau. So, und die eine Frau, nämlich die 79-Jährige, die braucht ein Beatmungsgerät. Es steht ja jetzt nicht, was für eine OP die hinter sich hatte, spielt keine Rolle. Die brauchte jedenfalls ein Beatmungsgerät, war daran dementsprechend angeschlossen. Die 72-Jährige lag daneben. So, was macht die 72-Jährige? Hier steht jetzt nicht, ob sie nicht schlafen konnte oder was der Grund war, aber ich kann es mir vorstellen, macht das Beatmungsgerät aus, weil sie das Geräusch nervt von diesem Gerät. Das ist ja schon an sich kaum zu glauben. Dann geht die Story aber weiter. Obwohl das Personal dann die 72-Jährige darauf hingewiesen hat, dass die Sauerstoffzufuhr für die 79-Jährige lebensnotwendig sei, hat sie das Gerät kurz darauf erneut abgestellt, weil sie das genervt hat. Das ist doch unglaublich. Es ist dann tatsächlich so gekommen, dass die reanimiert werden musste, die 79-Jährige. Mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr, liegt aber noch auf der Intensivstation. Und die 72-Jährige ist mittlerweile so genesen, dass sie dem Haftrichter vorgeführt wurde und tatsächlich in die Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Ja, was sagt man dazu? Ja, der Mensch ist das Menschenreißwolf, ne? Ja, das ist so eine Geschichte, die kannst du dir gar nicht so ausdenken. Es ist, nee. Ist halt nicht zu glauben. Das kann doch nicht Realität sein, sowas. Ja, vor allem, also hätte man denken können, dass sie das vielleicht nicht wusste. Ne? Aber du hast ja gesagt, dass sie das nochmal gemacht hat, wo sie genau über die Konsequenzen ja dann eigentlich Bescheid wusste. Also sie wollte das völlig leise drehen. Ja, könnte man ja meinen. Ich meine, die Dame ist was älter und dann ist halt so ein Gerät und dass sie die Konsequenzen nicht kennt, dass sie sagte, ja, ich schalte das jetzt hier mal aus oder was weiß ich. Die schläft ja eh. Genau, die schläft ja, braucht die doch jetzt bestimmt die Pumpe hier nicht. Aber wenn die das genau wusste, dann ist das ja tatsächlich, ich meine, da kommt die, glaube ich, nicht raus aus der Nummer. Da kommt die nicht raus. Der ist tatsächlich ein Haftbefehl in Vollzug gesetzt worden. Sie schreiben hier was von versuchtem Totschlag. Meiner Meinung nach könnte das sogar versuchter Mord sein.
Also Heimtücke kommt ja in Betracht, vielleicht sogar niedrige Beweggründe. Ich meine, so seine Ruhe haben zu wollen, ist nicht irgendwie so ein Beweggrund, der zumindest undenkbar wäre, dass er da drunter passt. Also ich meine, ich weiß nicht, ob man mit 72 Jahren unbedingt sich sowas geben muss und dann seinen Lebensabend nochmal im Knast verbringt. Ja, das ist dann ganz schnell lebenslänglich, ne? Ja. Ja, gut, Versuch, ja, irgendwie, keine Ahnung, was sie kriegt. Ja, sie ist wahrscheinlich unbescholten bisher, hoffenbar für sie, aber ein paar Jährchen werden da wohl bei rauskommen. Ja, ein paar Jährchen. Schöner Quickie. Ich guck mal in die Runde hier. Hast du noch so eine Applaus-Taste? Applaus? Ah, herrlich. Viel geiler finde ich ja den hier. Man kann die nämlich auch übereinander legen. Nee, der Applaus, der gefällt mir persönlich eigentlich am besten. Der erinnert mich so an diese ganz schlechten Hintergrundlacher bei Al Bundy, bei den Bundys. Das fand ich immer herrlich. Da habe ich immer mehr drüber gelacht, über die Lacher, als über die Gags an sich. Also ich habe zwei noch nicht gemacht. Das ist auch so ein bisschen Talkshow und die Scratch Record. So, jetzt haben wir auch unser ganzes Feuer schon in der ersten Folge verpulvert. Ich gucke, dass ist vielleicht auch besser so. Ja, man kann ja hier auch neue Sachen drauf tun. Also wenn ihr in Zukunft hier ganz jecke Einspiele hört, dann sind es die anderen schuld. Dann haben die mir irgendwas geschickt, was wir hier auf die Pads gelegt haben. Das ist ja heute mal der Startschuss gewesen. Ich muss gestehen, für mich war es so ein bisschen ungewohnt. Also in einem alten Setting war ich deutlich... Konnte ich mich mehr so, wir hatten ja immer so Headsets auf, ne? Müssen die Leute, die das jetzt nicht per Foto kennen, wissen. Und müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen. Ich bin mal sehr gespannt auf das akustische Ergebnis, was wir jetzt hier mit unseren super Mikros produziert haben. Da hat wahrscheinlich ein Mikro so viel gekostet wie unser komplettes Equipment vorher. Keine Ahnung, aber kommt nah ran. Und machen doch alles nur für die Zuhörer. Ja, das schön, dass es einer sagt. Also natürlich, nur. Ja. Nur kurz vor Weihnachten, die Kinder kriegen nichts, einfach mal nichts, weil alles für den Podcast, alles für den Club. Ja. Also wer uns ein bisschen unterstützen möchte, voll in die Kasse. Oder zumindest unsere Kinder. Genau, damit keine traurigen Kinderaugen am 24. Bitte nur dreistellige Zahlungen. Ja, gerne. Ja, gut. Also, ich fand's lustig. Wie gesagt, wir spielen jetzt hier noch ein bisschen rum. Das muss ich noch ein bisschen einpegeln. Und demnächst machen wir mal vielleicht eine Folge, wo wir ein bisschen uns erklären. Wir spielen da an dem Mischpult rum. Habe ich das nicht gesagt? Ich dachte, ich erwähne es nochmal. Okay. Also, bis denn, Jungs. Ciao, bis dann. Ciao. Tschüss.